Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2023. Irish Single Cask Whiskey, Single Malt Whiskey, destilliert 2018. Und wir haben, ich kann nicht lesen, 2016, steht auch denn da bei Whiskey Base, abgefüllt 2023. Das heißt, wir haben 7 Jahre alte Whiskey. White Wine Cask, non-chilled filtered, no color added, mit 61,5%. So, ich habe Flasche Nummer 32 vom 81. Das bringt ein paar Fragen auf, wie ein Fass 81 Flaschen haben kann. Eigentlich könnte es so eine Art ganz kleines Fass gewesen sein, also 50 Liter. Oder es könnte, das war genug für 2 Videos fast. Oder es kann eine Fassteilung sein. Das heißt, es gab schon Fairy Cask, glaube ich, war das, mit Weißwein. Und da konnte der zweite Teil ging in eine Tinkerbelle. Könnte auch werden. Werden wir, wer weiß. Whiskey Base Nummer 241858. Und wenn ich zu www.irish-whiskey.de hinkriege, steht es da, wie in jedem Jahr veröffentlichen wir anlässlich des Events Irish Whiskey Wochenende, da war ich dabei, mehr Samstag als Sonntag, eine stark limitierte Sonderabfüllung bei der Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2023 handelt es sich um einen 7-jährigen Single Malt, der vollständig in einen Weißweinfass reifte. Also, diese 7 Jahre in Weißweinfass machte sich deutlich in den Fruchtnoten. Gut, der Rest ist dann dort Tasting Notes. Ich habe den ersten 5cl Sample abgefüllt, dachte, ich will unbedingt ein Video dazu machen. Das riecht und roch so schön. Boah, das riecht aber wie Vanillepudding denn dort. Da gibt es dieses, wie heißt das denn, Elefantenohren oder Schweineohren mit Vanillepudding da drin. Diese Vanillepudding habe ich in der Nase. Also richtig, richtig schön. Also der offizielle Tasting Note steht da. Apfelkompott, Zimt, Vanille, helle Traube, Marzipan, leichte Kräuternote. Wow. Also ich bin hin und weg. Womit werde ich es vergleichen? Eine andere Abfüllung hier von Mareike. Wir haben jetzt hier eine Batch 10. Wir haben eine 6 Jahre alte Single Malt Irish Whiskey. Und da haben wir ein Bourbon Cask Matured, da war 186 Flaschen. Und wir haben 57,2%. Vielleicht hat Mareike etwas dazu gesagt bei der, beim Irish Whiskey Wochenende, wo ich nicht dabei war. Ich war hier von den Bourbon Fassreifung, 6 Jahre alt, Batch 10, Balaguac, nicht begeistert. Schauen wir mal, wie das so ist. Jetzt hier. Hier haben wir einen Preis von 74,90 Euro. Und dann ist die Flasche, was habe ich für einen Black Rock hier genommen? Also. Der war 69,90 Euro. Ja, der. Also so eine Fruchtwiese, sage ich einfach mal. So Vanille, Pudding, Frucht habe ich selten gehabt bei einem Wein. Bei einem Wein gelagerte Whisky. Die 7 Jahre Vollreifung tun den gut. Schöne Farbe übrigens, ja, also auch nett. Vergleichen wir hier, das kann man schon sehen. Heller Bourbon, 6 Jahre und hier der Weißwein. Und auch denn da, ich habe das Gefühl, als ob ich eine andere Hefesorte hier im Glas hätte. Also hier ist der Alkohol, was ich von Great Northern, beide sind höchstwahrscheinlich Great Northern. Ist vertrauter. Das hier ist, ja, Puderzucker, Vanillezucker. Also einfach mal wow, lecker, lecker, gut. 61,5%, ein bisschen Respekt sollte man haben. Lass uns sehen. Also,
Da ist Hitze, ja, da ist ein bisschen hart. Wir holen einfach noch ein Glas und oh wow. Ich bin begeistert. Ich will ein bisschen mit Wasser arbeiten, nämlich deshalb. Ach, ein bisschen Holz, ein bisschen Vanille, ein bisschen Frucht, ein bisschen Kräuter auch da drin. Viel Alkohol, muss ich auch einfach mal ehrlicherweise einfach zu sagen. Dieser Holzmoment kommt schon durch. Bisschen florale Momente kommen da rein mit Wasser. Oh ja, oh ja, oh ja. Boah, tolles Finish. Also, immer noch viel Alkohol, immer noch ein bisschen Burn. Er brennt immer noch ein bisschen. Lass uns so sehen, was er dabei 40% zu tun. Apfelkompott, also Apfelstrudel mit Vanillesoße, Puderzucker oben drauf mit Holz. Und Alkohol, also wirklich so, da die 61,5% in den 7 Jahren. Ich habe gehofft, dass das im Mund so butterig, weich, war, puddingweich sein könnte wie in der Nase. Aber nein, natürlich 61,5%. 7 Jahre hier haut ein bisschen hier raus und ein bisschen auch rein. Ich habe jetzt einen Kipppunkt erreicht, wo der Vanillewein lecker süße weggeht und da kommt eine leichte Säure dazu. Zu viel Wasser und dann kipp. Ich bin jetzt schon bei unter 30%, würde ich sogar sagen. Aber immer noch, der Finish ist da schön. Quitte, Pflaume, etwas in diese Richtung. Holz, Vanille, bisschen Birne, bisschen Apfel. Echt eine richtige Fruchtbombe, richtig schön. Ich bin gar nicht so sicher, wo und wie ich den trinken will. Pur ist mir zu stark. Ich muss praktisch daran arbeiten. Mein Gehirn sagt mir 53%. Wie kriege ich aus 61,5% genau 53 hier hin? Schön. Aber ein Tick mehr. Gut. Ralfi würde jetzt hier in seine Teelöffeln arbeiten. Ja, tu erstmal 2 cl rein, tu nochmal 2 cl Wasser fast oben drauf oder 1,5. Dann bist du ungefähr da, wo man hin will. Guck mal, es fängt an zu kippen jetzt hier. Ah, oh, Mensch. Eine Nase. 2. Mund 3. Hat Holz, er wird bitter. Mit viel Wasser. Er wird erträglich, aber der Bitterkeit. Okay, viel Alkohol oder viel bitter? Was will man? Da muss man irgendwie diesen Sweet Spot, also diesen perfekten Moment erwischen, die ich da bisher noch nicht erwischt habe. Wie ich sagte, 2 in der Nase, 3. Bisher bis 3 plus im Mund. Also, ja, ich gebe ihm 3 plus. Gefällt mir. Gefällt mir gut. 7 Jahre, yay, wir haben endlich so, genau wie in Deutschland, 10 Jahre alte Produkt, haben wir auch in Irland jetzt langsam. Dingle hat den ersten 10-Jährigen und jetzt werden die peu à peu auch dann hinterherkommen. 10 Jahre alte Whiskys und das ist auch super schön. Und darüber freue ich mich. 7 ist wenigstens eine Nummer, 8 wird eine Nummer sein, 9 wird eine Nummer sein und so weiter. Und ja, mein Glas steht die ganze Zeit direkt vor der Flasche hier. Label schlicht, aber okay.
Ich fühle nur. Ich habe auch Labels jetzt hier dieses Jahr auch aufgetragen. Jetzt hier meine deutsche. So, das haben die gleiche, ähnliche Gefühl denn da. Ob das auch Flyer Alarm war, weiß ich nicht. Aber da habe ich meine Labels drucken lassen. So, die hat man auch eine Sonderform machen können, dass sie diese Presse haben und dann da ausstanzen und das machen. Jo. Preis-Leistung 74,90 €. Ja, kann man machen, natürlich. Ich sage einfach mal meine 6 Jahre alte 49 €. Ich finde 74,90 € für die 81 Flaschen ein Tick zu viel. Ich gehe runter zu einer 3 minus. Ganz ehrlich, das ist eine. Vielleicht lebe ich immer noch im Jahr 2020, also 2019. Ich habe hier angefangen mit meinem Channel 2016. Die Preise sind nach oben gegangen die ganze Zeit. Also für den Geschmackserlebnis, die ich hier im Mund habe, 10 € weniger wäre gut. 59 wäre optimal für uns Kunden, ja. Aber bei 81 Flaschen, dann dort 15 € weniger in der Kasse haben, ist schon Geld. Und das ist immer wieder die Frage, ob man das so möchte. Ich bin gespannt, wo die anderen Flaschen abgeblieben sind. So, Irish Whiskey Wochenende. Ich gehe ganz kurz rüber zu unserer Black Rock Batch 10. Ne, eindeutig da. Also, es ist echt interessant zu sehen, wie die Fässer so weit, so stark diese Whiskys jeweils beeinflussen. Also, das in einem Blind Tasting miteinander zu vergleichen, hier die 57,2, die 61,5. Auch eine Fassstärke Blind Tasting wäre schon interessant, glaube ich. Gut, Whisky Jason hier. Meine Frage des Tages ist: Welche Irish Whisky über 50%, könnte über 60%, wenn du so willst, gefällt euch am besten, gefällt dir am besten? Welcher Irish Whisky mit viel Alkohol über 50% gefällt euch am besten? Ja, schauen wir mal, wer was erwähnt. Vielen, vielen Dank, Whisky Jason. Es gibt noch was davon in der Flasche. Also das heißt, meine Flaschenteilung ging nicht ganz durch. Hier, guck mal, ist durch. Ein bisschen was für mich darüber. Also da könnt ihr gerne immer wieder auch in der Flaschenteilung-Gruppe bei WhatsApp denn dort dazukommen und dann euch kleine 5 cl-Dinger hier, wie das. Oder 10 cl, wie das. Einfach mal mitbestellen, ein bisschen sammeln, ein bisschen parken bei mir, bis ein Maxi-Brief oder ein Paket voll ist und dann bezahlen und geht es raus. Geht ganz easy. Machen viele Leute sehr viele Jahre schon bei mir und das ist eine schöne, schöne Sache. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier, beziehungsweise jeden Sonntagabend 21 Uhr mit irgendeinem Gast. Freut mich denn dabei, euch dabei zu haben. Bis dahin, ciao.